Ich wette, der scannt. Das ist der schlechteste Scammer ever. Okay, er nickt. Okay, dann pay ich ihm jetzt einfach mal die 2500. Einen floschigen Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gehen wir mal zur Abwechslung Scammer suchen auf dem beliebtesten Server, auf dem beliebtesten Citybuild der Welt, Citybuild 1. Und damit ich nicht alleine gescammt werde, habe ich heute den Packer 14 dabei. Servus, Titan da. Auf dem ersten Plot ist schon mal was. Sieht safe aus. Ja, schreib du mal an. Hi. Jetzt schreibt er mich auch an, hey. Oh, Herr Schrosch, verkauft sogar seine EC-Rechte. Verkaufst du Bacons? Jetzt läuft er weg. Was ist denn mit ihm? Er verkauft Eisläufer auch anscheinend. Er schreibt, nein, sorry, er verkauft keine Beacons. Dann fragt mal, ob er die Eisläufer in der EC verkauft. Die kosten um die 1000. Wie teuer? Wie viel gibst du? Oh, nö. Ja, 800. Genau. Immer schön niedrig anfangen. Wenn er das jetzt annimmt, ziehen wir ihm ab. Nee, 2K würden gehen. 2K? 2K ist der maximale Preis laut Grieferwert. Tu mal langsam hoch an. Frag mal, ob nach 1K. Hier gibt's aber auch eine Kasse. Hier ist noch ein Bannershop. Oh nein, eine Kasse, das ist nicht gut. Wenn eine Kasse. Oh nein. Warum nicht? Haben Sie keine gute Erfahrungen etwa mit Kassen gemacht? Na doch, schon, aber Kassen sind meistens 1,5K und gut ist. Hier mal ein bisschen. Oh, er hat Free Essen. No. Erstmal die Trichter leer machen. Hier, bitteschön. Okay, schreibt er. Er ist richtig überfordert gerade. Guck mal hier, ich leg's einfach auf den Dings. Und dann kann ich bezahlen. Says pay real. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er scammt, aber das wäre ein bisschen dumm, wenn er mich hier um. Oder ich zieh einfach kurz dazwischen. Ich dachte, dass er mich mit dem Dia hier scammt, aber er gibt mir Eisläufer. Ach so, weil hier ist eine Kasse und. Vielen Dank für deinen Einkauf. Verkäufer? Und wofür ist denn die Kasse hier? Ist ja dämlich. Ich weiß es nicht. Hier, guck mal hier. Da, ich hab's bekommen. Also Scampreis auf jeden Fall. Bitteschön, schenke ich dir alles Gute zum Geburtstag. Oh, geil. Nein, ich hab zwar noch nicht Geburtstag, aber vielen da. und dann würde ich mal sagen, der Ryrie, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ryrie C001. Mensch, das ist so ein gut gelungener Name. Den hätte ich auch fast genommen. Lukas 20133, das klingt sehr vertrauenswürdig. Das erste Platz ist einfach eine Kaktusfarm. Ah ja, er ist beim vierten. Ich frage ihn gerade, welches GS und er schreibt wie 2,6K. Also sein vierte. Ach du meine Güte, was ist das denn für eine? Er schreibt mir 2,6K, mal gucken. Gehen auch 2,2K. Mal gucken, vielleicht haben wir unseren ersten kleinen Scammer hier am Start. Das wäre. Weil er interessiert sich auch gar nicht. Aber dieses Drachenei-Spiel ist doch richtig dämlich gemacht. Er haut das Ei und dann landet es am Ende hier auf so einem Berg. Und dann? Ja, das ist richtig dumm gemacht. Weil er interessiert sich nicht für mich. Was ist mit ihm? Ja. Tja, du bietest wohl nicht genug. Hallo. Du hast richtiger Businessman. Dem musst du schon ein bisschen was hinschmeißen. Junge, was ist das denn für ein Verkäufer? Der interessiert sich 0,0 für seine 2,4K, schreibt er. Wegen $100, schreibt er nicht. Ja, der muss sein Drachenei finanzieren. Hier ist so viel Konkurrenz auf CD-Bild 1. Der muss ja sich auch durchsetzen können. Sein nicht mal richtig funktionierenden Game. Das sieht jetzt hier wie Fusch aus, aber das ist eine geniale Geschäftstaktik. Er antwortet mir auch nicht mal. Er ist einfach abgehauen. Scammt er jetzt oder scammt er jetzt nicht? Was ist das? Ach, da kommt er schon, da kommt er wieder. Ah, da ist er ja. Hä? Er baut einfach weiter. Der ist ja richtig frech, der Otto. Hallo. Der hat gar keinen Bock auf Handeln. Entweder zahlst du oder nicht. Oh, jetzt hat er den Beacon rausgeholt. Kann ich bezahlen? Okay, er schreibt jetzt einfach okay in Caps. Junge, was ist denn mit ihm? Der schreit ja richtig rum. Ja, sonst verstehst du ihn ja auch nicht. Wir müssen neue Methoden angewandt werden. 2,4K, er hat mich gebannt.
Ah, hey, das ist der schlechteste Scammer ever. Was ist denn mit ihm? Versuch, schreib ihn mal an. Versuch auch mal. Hä, was ist denn mit... Junge. Was da? Ich kaufe einfach so diese Playstation-Lampe für $200. Dann mal schauen, ob ihr nur bei Beacon scammt oder auch... Okay, welche darf es denn sein? Die Playstation-Lampe. Das ist der schlechteste Scammer. Playstation-Lampe, Karte, aber egal, er weiß. Ich pay ihm jetzt einfach mal die $200. Lol, ist das schlecht. Hallo. Oh, hey, Ich hab sie nicht, schade. Wo wollen sich kein abziehen? Hä, hey, aber ich hab die Karte bekommen. Er hat mich schon wieder gebannt. Ah, vielen Dank. Lukas Shopcoin hab ich bekommen. Shopcoin? Oh, wie viel kostet der? Mal sehen, ob er mich jetzt um 2,6k. Machen wir 2,5. Aber mit mir handelt er wenigstens. Okay, nee, er nickt. Okay, dann pay ich ihm jetzt einfach mal die 2500. Er gibt mir den Beacon. Alter, halt dann mal, als ob. Ah, du wirst einfach gemobbt. Warum scammt er mich? Aber. Oh, ich bekomme sogar. Was kann ich mit dem Coin denn? Nach 10 Shopcoins erhältst du ein Item gratis. Ist eine coole Idee, aber er hat mich gescammt, sonst mag ich ihn nicht. Ich glaube, das ist so ein Typ, der scammt nur die Leute mit Spieler, Premium und vielleicht Ultra und die mit Supreme nicht, weil die Startkicks und so weiter machen können. Ich glaube, der hat einfach Angst. Deswegen, och man, ich bin um 2,4k. Die gibst du mir dann ab, du kriegst egal, kriegst ein Ache, egal was, kostenlos. Scam trotzdem. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Das ist real weirder Typ. Auf seinen ersten Guess? Ja, er hat auf seinem ersten Guess einen Shop. Ich frag nochmal, ob er seine EC verkauft. Zum Casino. Oh nein, kein Casino. Wo ist ein Casino? Zum Casino? Keine Ahnung, hier ist irgendwie Casino. Wer mir 50 Euro gibt, kriegt einen Döner. Frag mal, ob ich payen kann. 5,5k ist eigentlich. Okay, ich pay ihm einfach mal. Also, das ist hier unten und das ist so ein richtiges Billo-Casino. Nein, bin neu. So, ich hab ihm gepaid. Oh, ich bekomme sie sogar. Ich weiß nicht, ich denke, der ist scamfrei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie, ich glaube, der ist ein bisschen jünger und dadurch. Wenn du mir dann noch 300 schenkst. Der ist. Ja, was ist er so frech? No, Sir, schreibt er. Digga, was ein Geier. Können wir machen. So, dann pay ich ihm einfach mal die 5200. Wie soll ich das jetzt. Soll ich ihm das mal jetzt klauen? Die klauen, wenn er das droppt? Soll ich das mal ausprobieren? Ja, versuch mal dann zu klauen. Versuch dich irgendwie auf die Ecke zu stellen. Ich muss mich. Warum bist du gebannt, okay, oder was? Nee, ich muss mich verstecken, sonst denkt er nachher sonst was. Ich schreib mal, habe bezahlt. Auf dein Geld. Robst du mir da, oder was? Hä? Auf dein Geld? Moment. Auf deinem? Achso, ja, okay, zum Glück habe ich hier auch ein Grundstück. Ah, er gibt sie mir sogar. Nein, oh, das, wie schnell ging das? Ah! Ich wollte es abziehen. Ah, boah, ich habe hier sogar noch eine Bude stehen, geil. Ist er lol. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten schaut gerne mal auch in der Beschreibung beim Packer14 vorbei. Er tut auch Griefer Games Videos machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. Leute, wollen Sie auch noch Tschüss sagen? Nö.